Damit wieder ein recht herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal zu einer weiteren Folge The Last of Us Part 2. In der letzten Folge sind wir hier angekommen und haben herausgefunden, dass uns hier unten Nest erwartet. Ja, da gehen wir doch mal wieder gucken, was wir hier so Feines haben. Dann lasst uns doch mal schauen. Wir haben sonst immer den Fahrstuhl genommen. So hieß es. Und sie sind nie im Treppenhaus gewesen. So, hier geht's nochmal. Hier gibt's nochmal ein bisschen Munition. Und dann gehen wir doch mal gucken. Können wir einfach hier runter? Nein. Gut. Na dann. Geht's auf hier durch. Sporen. Masken auf. Ich hab keine. Glaubt ihr Typen nicht an Gasmasken? Wir waren auf der Flucht. Okay. Lass mich sehen, was ich finde. Bleib hier. Zurück. Mach weiter. Wenn du stirbst, sitze ich hier fest. Dann bete mal, dass ich es schaffe. Okay. Verwundert mich ein bisschen. Gasmaske. Gasmaske. Dass der kleine Dude keine Gasmaske hat. Hier in diesem Szenario. Weil ist ja eigentlich unerlässlich, oder? Weil ohne Gasmaske kannst du ja eigentlich bei solchen Sachen hier nicht überleben. Jo, dann suchen wir mal nach einer Gasmaske. Währenddessen finden wir erstmal hier. Wir finden auch wieder ganz viele Sachen wieder, wo wir was herstellen könnten. Da werden wir uns doch mal einfach mal gerade glatt hier bedienen. Und werden einfach mal noch ein paar Sachen, wieder craften. Damit wir genug Sachen wieder mitnehmen können hier. Kann ja nicht sein, dass wir hier die Sachen hier nicht mitnehmen können hier. Geht doch nie. Also, wir brauchen eine Gasmask. Und müssen wahrscheinlich ein bisschen ruhig sein, weil es hier irgendwo Zombies. Ja, Zombies heißen ja nicht Zombies, sondern. Scheiße, hier ist alles verseucht. Genau. Sondern, einfach da oben bleiben, okay? Ja. Verseuchte gibt? Keine Ahnung. Wie betitelt man die? Ist ja jetzt hier nicht wie The Walking Dead Simulator. Oh man. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich über uns nicht gut an. Nicht, ja, nicht gut. Okay, hier ist eine Maske. Mit der Maske können wir dann zumindest schon mal. Endlich. Dings abholen gehen. Wenn du dich Nein. schon umbringst, nimm wenigstens die Gasmaske ab. Idiot. Wirklich. Das ist nicht gut. Okay. Ich glaube, die Tür will ich nicht öffnen. Aber ich gehe mal davon aus, wir müssen sie wahrscheinlich nachher öffnen. Weil dahinter wird sich bestimmt die Gasmaske befinden. Ja und ja. Okay. Er hat. Ja. Oh Gott, jetzt passiert doch gleich was hinter mir, oder? Sieht gut aus. Okay, zurück zu Lev. Ich sehe doch schon kommen, dass jetzt hier gleich irgendwas. Was kommt jetzt hier? Irgendwer hat mich gehört. Und ich sehe leider noch nicht was. Oder wer. Bin schon noch mal überlegen, ob ich die hier kurz nehme. Das war gut.
Das war nicht so gut. Halt die Fresse. Noch mehr? Das war ungewollt gut. Muss ich? Also... Ne? Das fand ich jetzt... Das war jetzt gar nicht mal so schlecht. Oder? Also... Ja. Gut, gehen wir erstmal wieder zurück, holen uns unseren Buddy. So, jetzt haben wir's. Eine Fresse. Das war jetzt aber auch schwierig. Ich hab was für dich. Na, passt. Ja. Gut, nicht gut. Na, noch mal ein bisschen festziehen. Super. Wir brauchen zu lange. Es geht eben nicht schneller. Es hilft deiner Schwester auch nicht, wenn wir beide tot sind. Ja, alles richtig. Wir sind immer noch auf dem Weg ins Krankenhaus, um Materialien zu finden. Das. Ja, wir packen das. Damit die Collision sie ordentlich verarzten kann. Nein. Nach unten? Wieso nach unten? Achso, ja, wir müssen ja runter. Nee, hä? Müssen wir nicht nach oben? Wie ist damit? Womit? Was hast du da gesehen? Ah, lol. Also doch nach oben. Okay. Ist das ein Löschloch? Bev, hol das da runter. Komme. Also klettern wir jetzt hoch, damit wir wieder runter. Das ist richtig. Aber vielleicht kriegen wir ja auf der anderen Seite ja einen Zugang zu dem anderen Treppenhaus. Maybe. Ja? Man weiß es ja nicht. Oder wir klettern hier einfach runter und dann machen wir uns eine eigene Geschichte. Ich geh mal runter. Ja. Sei vorsichtig. Ja, dann gehen wir mal runter. Ich bin zwar normalerweise erst hoch, aber denn... Gucken wir mal, was uns hier unten noch alles erwartet. Irgendwie traue ich dem Frieden unten nicht. Fallen lassen. Was ist denn jetzt los mit dir? Kannst du aufstehen? Was war das für ein Brummen? Hier ist nix. Komm mir nach. Lass uns mal. Okay, also. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir lesen uns erstmal hier diesen wunderbaren Brief durch. Avery, im Black Ray Hotel ist eine große Gruppe von Infizierten. Vermutlich die, die aus dem Krankenhaus gekommen sind. Du und dein Team müsst das Ganze von innen einreißen. Benutzt den vorhandenen Sprengstoff und Fernzünder. Viel Glück. Weiß nicht, ob das so gut war. Fernzünder. Das heißt also, die haben jetzt hier irgendwo Bomben platziert, die wir zünden könnten. Gibt's denn hier hinten noch irgendwas? Nee, hier hinten gibt's nichts mehr. Okay, also wir könnten wahrscheinlich irgendwie Bomben noch zünden, falls sie diese nicht schon gezündet hatten. Okay, da unten sind sie auf jeden Fall. Okay, also wir müssen weiter runter. Kleine Witzratte, Alter. Ach du Scheiße. Okay. Ja, ist in die Mauer gewachsen. Das gefällt mir gar nicht. Deswegen müssen wir uns erstmal nochmal vorsichtshalber Messer machen. Dämonen. Sagst du das? Nee, das war's auch nicht. Ich wollte hier einmal kurz die Munition wechseln. Normale Schrotti-Schrotflinten-Munition. Damit wir den Leuten ins Gesicht
schießen können. Ja? Weil wir werden jetzt mal hier so mal ein bisschen nicht mehr ganz so sneaky-meaky sein, sondern wir werden jetzt mal hier so ein bisschen durchrushen. Bisschen mehr auf Rambo-Style. Und werden mal gucken, wo es uns hinführt. So, dann gehen wir mal hier rüber. Gucken mal, was wir hier noch so finden. Oh yeah, was ist das denn hier Feines? Danke, Vetter. Was ist das? Ein Flammenwerfer. Kleine Mistratte. Also mit dem Flammenwerfer werde ich jetzt hier richtig jemanden hier wegbrennen, ey, Freunde. Das geht so hier nicht. Und das war jetzt nur dafür da, dass ich hier den Flammenwerfer finde, okay? Cool, 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 cool. Achso, warte mal. Könnten wir jetzt eigentlich den da so hinlocken? Ja. Ja, auf jeden Fall bist du da drüben. Da drüben wird so ein etwas größerer, dickerer sein. Wäre jetzt so meine Vermutung. Wie machen wir das jetzt? Locken wir ihn einfach erstmal hier hin. War das okay so? Ich würde was sagen, ja. Okay. Alles klar da hinten? Ja. Das war gar nicht so schlecht. So, weiter geht's. Auf geht's hier. Das dauert ja hier schon wieder viel zu lang hier, dass wir hier irgendwie runterkommen. Weil ich so ein ganz großartiger Schisser bin. Ich hasse das. Ja, ich auch gerade. Weil ich hier nirgendwo vorwärts komme. Das ist schon tricky hier. Also in dem Wohngebiet. Mit den verseuchten Viechern. Aber cool, wir dürfen. Hey, ein Fortschritt. Langsam. Lev, bist du okay? Ja. Du? Okay. Soll ich ehrlich sein? Nicht mein bester Tag. Ja, ist richtig. Achso, das ist sogar schon offen. Kann ich jetzt hier einfach rausklettern? Nö. Wir könnten hier durch. So ganz leise und sneaky. Das war gut. Das war nicht schlecht. So, wir gehen mal weiter, leise. In der Hoffnung, dass unser zweiter Char auch so leise durchzieht wie ich. Und nicht gerade hier durch sneakt und rennt. Wie, weiß ich nicht. Wie ein Trampeltier? Das war gut.
Das war richtig gut. Das war wirklich, wirklich gut. So, und was jetzt? Achso? Cool. Cool, cool, cool. Warum nehmen wir jetzt eigentlich nicht den Fahrstuhl? Gefragt? Einfach mal so gefragt? Also siehst du doch irgendwie am Anfang von dem Jungen? Jo, wir haben immer den Fahrstuhl genommen. Nice, okay, wir sind unten. Die Maske abnehmen. Danke. Endlich. Endlich geschafft. Das war ja auch, also... Nee. Gut, aber war eigentlich ein gutes Ding. Ja, wir sind jetzt zweimal gestorben. Zweimal, glaube ich. Und ja, dafür, dass es ein Nest war und... Das eine habe ich gut gelöst, da hatte ich genug Bomben, bei dem anderen hatte ich keine Bomben. War so ein bisschen problematisch. Deswegen mussten wir da ein bisschen rumsneaken. Siehst du den Aufzug da vorne? Welchen Aufzug? Ja. Das wäre der Weg gewesen. Kein Infizier. Lol. Cool, Lev. Okay. Cool, cool, cool. Lass uns den anderen nicht sagen, was los war. Ich will nicht, dass Yara sich sorgt. Wieso? Wir sind doch... Hä? Kann ich dich was fragen? Okay. Bereust du, dass du dich rasiert hast? Bei uns gibt es keine Reue. Lev. Ich hätte einfach weglaufen sollen. Dann wäre Yara das alles nicht passiert. Na, ganz ehrlich, zu Hause. Wer hat denn Probleme, wie jemand seine Frisur zu Hause denn hält? Ja, also. Sie ist unsere Mutter. Das ist unsere Pflicht. Schaut einfach mal auf meinen Kopf. Ja? Auch alles unterrasiert. Und wir sind wurscht. Naja. Aber man weiß ja nie, was so... What? May she guide you. Sie führe dich, okay. Ja, dann... So, dann lass uns doch mal weiter gucken. Wir müssen immer noch ins Krankenhaus. Und das Krankenhaus sollte irgendwo hier sein. I guess. Also, oder? Da vorne, da ist das Krankenhaus. Oder... Die Station? Was ist das? Okay, weiter gehst du nicht. Aber warum? Sie dich töten wollen. Ich störe sie höchstens bei ihrer Backgammon-Runde. Was ist Backgammon? Ich gehe vorne rein, hol mir das Zeug und komme wieder. Du bleibst hier, ja? Ja. Gut. Dann werden wir mal dahin schwimmen. Und sind es jetzt Leute von uns oder sind es Leute von den anderen? Wenn sie sagt, ich gehe jetzt einfach da rein, würde ich auch fast behaupten, es wären Leute von uns. Oder? Eindringling? Ich bin ein Wolf! Nicht schießen! Ich bin's! Abby! Abby? Abby! Es ist Abby! Scheiße! Scheiße, es ist Abby. Tor aufmachen! Mach das Tor auf. Ja, geil. Hey, Leute. Scheiße, bist du hergeschwommen? So. Mit Scheiße, bist du hergeschwommen? Werden wir die heutige Folge beenden? Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir sind da ein bisschen runter und so und sind jetzt quasi in unserem eigenen Quartier, um dann Medizin zu holen. Das und weiteres werden wir in der nächsten Folge erfahren. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und damit ihr keine weitere Folge verpasst, gerne auch ein Abo da lassen. Und bis dahin sage ich erstmal, reingehauen.